Zum Zweiten. Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Barrate tutte le uscite! Nessuno deve lasciare la vita! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Fermo! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisci! Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Verdammt! Sparpagliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo! Ehi, hey, bastardo! Spera solo di beccarti subito una pallottola in testa! Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno! Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre! Devi farlo sapere a tutti, capo! Tieni gli occhi aperti! Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht. Aspetta. Ich hab mich verlaufen! Verdammt! Nathan, was ist los? Die schießen auf mich! Ich wollte ja Waffen mitnehmen! Ich weiß! Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht.
muss nach oben und mich umschauen. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Ok. Un attimo. Alles klar. Bin unterwegs. Verschaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Vieni fuori, ora! Qualcuno ha trovato niente? No, niente da segnalare. È qui intorno. Da ist der Ballsaal und davor die Einfahrt. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie's keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben, sehen Sie? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Na los. Netter Versuch. Der war geschenkt. Für Sie. Komm her! Und jetzt her mit dem Artefakt! Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Ich hab noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Oh Gott. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Jetzt mal im Ernst, ja? Sie können echt nicht massieren. Was Sie da machen, ist überhaupt nicht gut für meinen Rücken. Okay, halt, halt. Gut. In meiner Gesäßtasche. Wo ist es? Am Wagen, wo zum Teufel steckt hier?
Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Wir versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht, ich habe eine Knarre. Bis gleich. Te lo giuro. Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Perlustrati i tetti. Qui! Vetri rotti! Ho trovato dei vetri rotti! Sono passati da qui! Da questa parte! Lassù! Insegna! Was machst du? Wo sieht's denn aus? Scheiße! Nathan! Fang! Halt, was? Oh, Mist. Ich hab sie! Hey! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Gemacht. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Schade l'aria! Denkt euch, sitzt hier fest! Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Setacciate l'aria! Figlio di puttana! Sappiamo che sei qui da qualche parte! Cos'è stato?
Aspetta. Beim Ballsaal. Nathan, die nageln mich fest! Du musst mir helfen! Ich komme, Sam. Oh, gut. Laggiù! Ho sentito qualcosa! Andiamo a dare un'occhiata! Merda! Fatti vedere! Ehi! Sally, uns rennt die Zeit weg! Halt durch, Junge, ich bin fast da! Spadiamo!
Wenn du keinen Leichenwagen fährst, beeil dich besser. Wir haben Taxi bestellt. Komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten, sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm, super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt.
okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich hab gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Ray will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Eine schottische Kathedrale. Kein Ort für einen Schatz, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Und bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt. Und, was war zwischen Rafe und dir? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Lieber nicht. Zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Das sollte halten. Oh, gute Idee. Ausgrabungsausrüstung. Shoreline? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße! Runter! Genau hier!